Hey Leute, wenn ihr das hier zeitnah seht, bin ich vermutlich gerade noch im 365-Tage-Stream-Versuch. Das heißt, wenn ich es nicht verkackt habe, bin ich gerade live auf Twitch. Schaut gerne rein. Hey Leute, wir reagieren auf Dinge erklärt, kurz gesagt, warum wir Funk verlassen haben. Und ich bin ja ein Funk-Hater. Daher hoffe ich auf Hate. Hallo zusammen. Wir machen es kurz. Ein bisschen leiser. Wir haben das Funk-Netzwerk verlassen und wollen euch transparent erzählen, warum. Funk gehört zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk und das bringt einige Regeln und Auflagen mit sich. Und als Teil des Funknetzwerkes galten die auch für uns. Und das bedeutete mehr Aufwand für die Produktion unserer Videos. Es kamen auch immer wieder seltsame Missverständnisse und Verschwörungstheorien auf. Vor allem, dass Funk Staatsfernsehen wäre und wir hier Propaganda machen würden. Das stimmt aber nicht. Wir wurden zu keiner Zeit eingeschränkt und haben unsere Videothemen immer selbst ausgesucht. Ich würde sagen, kurz gesagt, ist einer der wenigen Kanäle, die bei Funk mit waren, die man gut finden kann, ja. Trotzdem ist die breite Masse von Funk eher so meh. Unsere Videos beruhen dabei stets auf wissenschaftlichen Quellen. Funk hat übrigens nur den deutschen Kanal finanziert. Den englischen und den Großteil unserer Arbeit finanzieren wir selbst. Beziehungsweise das macht ihr und die internationalen Zuschauer. Der mit Abstand wichtigste Grund für uns ist aber, dass wir als Teil des öffentlich-rechtlichen Rundfunks werbefrei sein mussten und deshalb nicht über die anderen Dinge sprechen konnten, die wir machen. Kurz gesagt, ist nicht mehr nur ein YouTube-Kanal. Wir sehen uns selbst als Team, das auf so vielen Medien wie möglich Wissenschaft lebendig und spannend macht. Zum Beispiel unser... Ich muss sagen, kurz gesagt, kann man sich sehr schön ansehen, besonders so ihre theoretischen Videos, so wie was wäre, wenn so und so. Der TikTok-Kanal mit Original-Content oder unser Buch über das Immunsystem und alte Dinge, die wir im echten Leben produzieren. Kurz gesagt, finanziert sich zum größten Teil direkt durch Zuschauersupport, vor allem durch unseren Shop, in dem ihr alles findet, was euer wissenschaftsliebendes Herz begehrt. Von Postern über Biologie und das Weltall zu Plüschtieren, Hoodies oder unserem jährlichen Kalender und unser Gratitude und Habit Journal. Da ist noch unsere Universe-App oder unser Patreon-Account, wo ihr euren persönlichen, kurzgesagt, Vogel bekommen könnt. Zusammengefasst, das ist, warum wir das Netzwerk verlassen haben. Und nach all der Zeit wollen wir Funk wirklich in aller Deutlichkeit sagen, danke. Ohne Funk würde es den Deutschen Komm schon, ich will Hate gegen Funk. Sagt Kanal nicht geben. Unsere Videos sind extrem aufwendig in der Produktion. Darum gab es sie lange nur auf Englisch. Und wir konnten es alleine nicht leisten, sie auch auf Deutsch zu machen. Funk hat angeboten, uns auf verschiedene Arten zu unterstützen. Und wir sind extrem dankbar, dass sie das gemacht haben. Und noch jemandem müssen wir Danke sagen. Euch. Oh. Okay, damit ist wieder gut. Es wird kein Hate-Verteil, aber lieber an mich. Damit bin ich happy. Ohne euch und eure Leidenschaft für diesen Kanal und unsere Videos können wir das nicht machen. Wir machen diese Videos für euch. Und darum ist es wirklich super schön zu sehen, dass es euch gefällt. Lasst uns gerne wissen, was ihr euch wünscht. Kurz gesagt war jetzt 5 Jahre bei Funk. Eine lange Zeit. Und wir würden es jederzeit wieder machen. Jetzt ist aber Zeit, wieder auf eigenen Füßen zu stehen. Und dafür brauchen wir eure Hilfe, um den deutschen Kanal weiter betreiben zu können. Zum einen... Ich bin mir sicher, sehr viele werden den Kanal jetzt eher gucken, weil er nicht mehr bei Funk ist. Ich abonniere ihn dann jetzt mal auch. Ich habe ihn schon abonniert. Warum habe ich das? Eigentlich ist meine Devise, Funkkanäle nicht zu abonnieren. Kurz gesagt, ich wittere Gehirnwäsche. Dann werden wir auf dem Kanal jetzt die Monetarisierung anschalten. Zum anderen werden wir in Zukunft auch ein paar coole Sponsoren in Videos vorstellen. Nice. Am besten könnt ihr uns unterstützen, indem ihr etwas von unserem Shop kauft. Unsere Poster, Notebooks, Shirts, Tassen und Plüschtiere sind für mich alles zu teuer aus, leider. Sonst wäre es bestimmt auch cool. Von uns mit Liebe gestaltet und produziert. Holt euch ein echtes Stück, kurz gesagt, zum Anfassen nach Hause und lernt dabei alles über das Universum, die Natur und das Leben selbst. Fühlt euch aber bitte nicht verpflichtet, etwas zu kaufen. Die Videos zu gucken und teilen hilft uns genauso. Aber wenn ihr uns helfen wollt, dass wir unsere Videos kostenlos... Ja, lade ich auf YouTube hoch, das zählt als Teilen. Kurz gesagt, klasse Kanal, wirklich. Kann ich nur empfehlen, jetzt nicht mal mehr bei Funk, das heißt auch nicht mehr moralisch verwerflich. Let's go. ...muss für alle veröffentlichen und ihr ein Stück kurz gesagt besitzen wollt. Vielen, vielen Dank. Alles klar,
Hier geht es ohne Unterbrechung weiter wie gewohnt. Wir freuen uns schon, all die spannenden Videos, an denen wir gerade arbeiten, mit euch zu teilen. Ach, und auch Dank an alle, die auch dieses Jahr wieder unseren Kalender gekauft haben, obwohl wir den hier nicht beworben haben. Wegen dem großen Erfolg konnten wir noch mal eine kleine Auflage zurückbringen. Erhältlich nur für kurze Zeit. Ja. Nice. Vor 14 Stunden. Ich wusste gar nicht, dass ich den Kanal abonniert habe, ehrlich gesagt. Machen wir mal die Glocke an. Ja, war schön. Schaut auf jeden Fall bei Dinge erklärt, kurz gesagt, vorbei. Ist ein richtig krasser Kanal. Schaue ich mir auch sehr gerne an für so Wissensvideos, aber besonders gerne für so Theorien. So was wäre wenn mäßig. Moment, gucken wir mal kurz. Was ist da ein cooles Beispiel? Ja, das ist eher so philosophisch. Wie gab es Aliens in unserer Vergangenheit? Oder war von denen auch das mit dem, was wenn der Mond auf die Erde stürzt? Oh. Ich glaube nicht, ich glaube, das war von mir anders, aber die haben echt coole Videos. Terraforming Mars. Ja, sehr vieles. Oder hier, warum schießen wir Atommüll nicht einfach ins All? Das ist nice.